war schon ein paar Mal die Rede davon. Ich darf jetzt gleich die Leiterin des Healthcare Centers der Erste Bank, die Arbeitsmedizinerin Dr. Eva Hölzl, zu uns bitten mit ihrem Vortrag zum Thema Rehabilitation und Reintegration. Vielen Dank, Frau Fendal. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Thema ist Rehabilitation und berufliche Reintegration und ich möchte das Thema bewusst auf diese Schnittstelle hinlenken, sozusagen wenn Menschen Gesundheitseinrichtungen verlassen und wieder zurück ins Erwerbsleben kommen. Ich halte das aus zwei Gründen für sehr spannend. Einerseits, weil hier gesetzlich in den letzten zwei Jahren Erstaunliches passiert ist, mit dem Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, etwas, was wahrscheinlich unterschätzt wird, was aber wirklich einen Paradigmenwechsel bedeutet. Und andererseits möchte ich Ihnen eigentlich schon mit meiner ersten Folie jetzt dann zeigen, wie wirklich relevant das Thema ist und wie viel Sinn es macht, hier genau hinzuschauen. Ich habe hier die letzte im Internet zugängliche, den Jahresbericht der Pensionsversicherungsanstalt über die Jahre 2017-18. Von 19 wissen wir, es ist sehr ähnlich. In Österreich gehen ungefähr zwischen 30, 35 und 40.000 Menschen pro Jahr in Pension, weil sie ihr Alter erreicht haben. Und, das wissen Sie alle, pro Jahr ungefähr 14.000, 15.000 bewilligte krankheitsbedingte Frühpensionierungen. Aber ungefähr 50.000 Arbeitnehmer suchen jedes Jahr um eine krankheitsbedingte Frühpensionierung an. Also es suchen mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um eine krankheitsbedingte Frühpensionierung an, als regulär in Pension gehen. Die sind natürlich altersmäßig doch deutlich unter dem Pensionsantrittsalter, also das sind im Schnitt 51, 52, 53-Jährige. Unter Hunsdorfer gab es ja sozusagen insofern eine Gesetzesänderung, als alle, die nach dem 01.01.64 geboren sind, keine krankheitsbedingte Frühpension, sondern man nennt das Reha-Jahr, Reha-Geld, also es ist so wie eine befristete Frühpension bekommen. Das ist natürlich eine Gruppe von eher jüngeren Arbeitnehmerinnen. Das heißt, das Thema ist interessant, insbesondere deswegen, weil die PVA ganz klar sagt, dass das Ziel der Rehabilitation natürlich ein inklusives, ein Teilhabeziel sein muss, sprich im sozialen, aber auch beruflichen Leben, es steht explizit auf deren Homepage, wieder Fuß zu fassen. Das heißt, Reha hat kein kuratives Ziel, nichts gesund machen oder so, sondern Funktionen wiederherzustellen, die berufliche Teilhabe bei erwerbstätigen Menschen ermöglicht. Und wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass Krankheiten in diesem Kontext weniger sozusagen interessant sind als die Frage, sind Sie mit dieser Erkrankung erwerbsfähig? Und ich glaube, dass das auch einen Gutteil die Zunahme an psychischen Erkrankungen erklärt. Je wissensintensiver Dienstleistungen werden, desto eher ist es so, dass psychische Erkrankungen einer Erwerbsfähigkeit im Weg stehen. Ich könnte mit einer Hypertonie, mit einer Knieprothese hier stehen und vortragen. Ich könnte das nicht tun, wenn ich eine Angststörung hätte. Das heißt, klar ist, dass die Frage der Erwerbsfähigkeit sich von den klassischen ICD-Diagnosen nur bedingt miteinander zu tun hat. Das heißt, Sie sehen ja auch, je mehr sich sozusagen Erwerbsarbeit ändert, vom primären zum sekundären zum tertiären Sektor, desto mehr verändern sich bestimmte Erkrankungen. In der Krankenstandsdiagnostik sehen wir eine massive Zunahme von psychischen Erkrankungen. Wir sehen aber eine massive Abnahme beispielsweise von Arbeitsunfällen, was mit Arbeitnehmerschutzbedingungen zu tun hat, was aber auch damit zu tun hat, dass die Tätigkeiten, wo Arbeitsunfälle passieren können, einfach weniger werden. Das heißt, wenn ein Ziel einer Rehabilitation ist, einen Zugang zum Arbeitsmarkt sicherzustellen oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, und das ist es, dann muss man dem Rechnung tragen, dass es hier zu einer Verschiebung der Diagnosen und zu anderen Fragestellungen gekommen ist. Diese Folien ist jetzt, Moment, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, nein, passt schon. Sie sehen also sozusagen, das sind relativ aktuelle Zahlen der Sozialversicherungen, dass die Diagnosen, mit denen Menschen in Invaliditätspension gehen, ganz klar die Psyche an erster Stelle hat, bei den Arbeitern und bei den Angestellten. Und Sie sehen auch, dass
die Erhöhung des Pensionsantrittsalters, wenn man das Reha-Jahr reinrechnet, was ja immer sozusagen nicht dargestellt wird, mau verläuft, wir sind noch immer nicht bei 60 Jahren. Das heißt, im Schnitt gehen Österreicher noch immer mit unter 60 Jahren in Pension und wir haben ungebrochen diesen wirklich starken Zugang zur Berufsunfähigkeitspension. Das sind Zahlen von ungefähr 2015 von der OECD, zwei Eigenheiten sozusagen in Österreich im internationalen Vergleich. Wir haben eine niedrige Erwerbsquote psychisch kranker Personen, wobei hier von den sogenannten Mild Mental Diseases wir sprechen. Also wir sprechen nicht von schweren psychiatrischen Erkrankungen, die ohnehin meistens nicht mehr im primären Arbeitsmarkt zu finden sind, also Depressionen, Angststörungen und so. Und wir haben eine wahnsinnig niedrige Erwerbsquote, wenn Sie sich die unteren Folien ansehen, bei den älteren Menschen. Also ab 55 ist der Prozentteil derer, die noch stabil erwerbstätig sind, im internationalen Vergleich schon sehr, sehr gering. Das möchte ich jetzt überspringen. Ich möchte noch einmal auf diese arbeitsmedizinisch so relevante Frage eingehen, ob uns das gesund und nicht gesund im Erwerbsleben hilft, und ich glaube, nein. Ich selbst leite ein Gesundheitszentrum eines großen Unternehmens und wir haben eines großen Unternehmens mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren. Wir haben einen großen Prozentsatz, die Frau Fendel hat 30% genannt. Ich würde jetzt mal von 25% bei uns sprechen, von Menschen, die nicht klassischerweise gesund sind. Sie kommen zurück, sie wissen, 40% der Krebsdiagnosen werden im erwerbsfähigen Alter gestellt. Es gibt Menschen mit Herzinfarkten, mit Schlaganfällen, mit Krebserkrankungen, mit psychiatrischen Erkrankungen. Sie erkranken im Laufe ihres Erwerbslebens und sie kommen dann am Arbeitsplatz zurück und sie merken, dass sie in dieser Form möglicherweise nicht mehr schaffen, fallen raus und kommen dann ganz schwer wieder rein. Und wir sehen, dass das vor allen Dingen bei den psychiatrischen Erkrankungen der Fall ist, weil hier die Geduld der Unternehmen auch zum Teil enden wollend ist, weil es hier auch meistens schon zu Eskalationen gekommen ist, bevor der Krankenstand begonnen hat und weil hier die Wiedereingliederung wirklich schwierig ist. Das heißt, arbeitsmedizinisch betrachtet ist die Erwerbsfähigkeit die zentralere Frage als, sind Sie gesund oder nicht? Und ich glaube, dass wir uns jetzt, wenn ich an den vorigen Vortrag denke, einig sein können, egal wie wir denken und auch wie wir politisch denken, dass der Zugang zu Erwerbsarbeit ein autonomes Leben ermöglicht und jedenfalls zu unterstützen ist. Auch für diejenigen, die das vielleicht nicht mehr in der im Arbeitsvertrag vorgesehenen Art und Weise können. Und da wird es jetzt wirklich sperrig, weil jeder von ihnen beruflich tätig ist und wenn man sich wirklich überlegen muss, wie kann das gelingen. Und deswegen bin ich so unfassbar froh, dass es diese Wiedereingliederungsteilzeit gibt. Sie ist 2017 eingeführt worden. Wir machen das im Haus seit 2013. Ich möchte es Ihnen nur ganz kurz erklären für die, die es nicht kennen. Jeder Arbeitnehmer in diesem Land, der einen Krankenstand von 6 Wochen hat, das gilt als Langzeitkrankenstand international, hat die Möglichkeit, wenn es medizinisch sinnvoll ist, über einen Zeitraum von 6 Monaten halb zu arbeiten, also seinen Arbeitszeitfaktor zu halbieren. Das Unternehmen zahlt den halben Lohn und die Krankenkasse zahlt das halbe Krankengeld. Also das ist sozusagen Wiedereingliederungsgeld dann. Das heißt, sie kommen auf 80-90% ihres Einkommens. Ich finde das großartig, dass es das gibt, weil in bestimmten Unternehmen und Branchen Menschen vielleicht ihren Arbeitszeitfaktor reduzieren können und sich das leisten können. Das kann die Kassiererin nicht. Die kann nicht von halbem Lohn leben. Das heißt, die Möglichkeit erstmalig zu sagen, wir tragen dem Rechnung, dass wir wissen, es gibt Menschen, die voll arbeiten können, es gibt Menschen, die nicht arbeiten können und es gibt aber jedenfalls auch etwas dazwischen, wo es Sinn macht, wieder einzusteigen, seinen Tag wieder zu strukturieren, gerade bei psychiatrischen Erkrankungen. Das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt gewesen. Im Übrigen waren damals die Schätzungen, dass das 200 Arbeitnehmerinnen sind, die da ungefähr teilnehmen wollen. Es wurden vor 3 Wochen die Zahlen publiziert. Es waren in den ersten 2 Jahren über 7000 Anträge, die ganz überwiegend auch bewilligt wurden. Das heißt, man sieht, das ist ein wirkliches Erfolgsmodell. Und jetzt denken Sie noch einmal an diese erste Folie zurück.
ich denke mir, von diesen 50.000 Menschen, die jedes Jahr um krankheitsbedingte Frühpension ansuchen und egal wie sie persönlich dazu stehen, ich glaube, dass es da einen sehr, sehr großen Anteil gäbe, die zwar die Tätigkeit so, wie sie war, nicht mehr ausüben können, aber beispielsweise im Ausmaß von 50 oder 75% sehr wohl arbeiten können, wenn sie davon leben könnten, weil der Lenkungseffekt ist so, dass sie, wenn sie in Frühpension gehen, mehr haben, als wenn sie halb arbeiten. Und das ist absolut nicht verständlich. Das sind jetzt sozusagen die Details dazu. Man hat einen Zeitraum von Juli 18, entschuldigen Sie, bis August 19 sich die Diagnosen derer angestellt, die Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch genommen haben. Das waren überwiegend psychische Erkrankungen, es waren Muskel-Skeletterkrankungen und Neubildungen, Krebs. Das deckt sich, der Kollege aus Berlin weiß das natürlich, die Deutsche Rentenversicherung macht diese stufenweise Wiedereingliederung schon lange. Gibt es auch eine sehr gute Begleitforschung dazu, die ganz klar auch das bestätigt. Es sind überwiegend die 40 bis 55-Jährigen, die davon profitieren, sind überwiegend onkologische, muskuloskeletale und psychosomatische Erkrankungen, die davon profitieren. Ich finde auch sehr interessant, wenn Sie sich anschauen, 6 Monate nach dieser Wiedereingliederungsteilzeit, es waren immerhin noch praktisch 90% aller, die da drinnen waren, im Erwerbsleben. Das sind beeindruckende Zahlen, natürlich sinkt das, aber wenn Sie sich ausrechnen, was jeder Monat der Versicherungsleistung erbracht wird, bringt, dann ist das etwas, was sich auf der menschlichen Ebene jedenfalls lohnt, weil es Menschen nicht mit 55 Jahren komplett rausnimmt, aus einer auch Gemeinschaft und aus dem Erwerbsleben, weil es wahnsinnig viel Geld spart, weil es einfacher ist, als umzuschulen, ja, und weil es dem Rechnung trägt, dass es sein kann, dass durch eine Erkrankung der Arbeitsvertrag, so wie er gedacht war, einfach nicht mehr erfüllt werden kann. Insofern würde ich es extrem begrüßen, wenn diese Form der Wiedereingliederungsteilzeit auch in eine längerfristige Teilarbeitsfähigkeit für diejenigen, die einfach durch eine chronische Erkrankung nicht mehr das leisten können, was vorgesehen ist, wenn das längerfristig möglich wäre. Danke. Vielen Dank.